So, herzlich willkommen zur nächsten Folge und es geht weiter. Caesar. I'm tired of you not listening to me, girl. And I'm tired of you acting like you own me. I can see who I want to see. You say right, you see some cello motherfucker. Oh, what? A no-good, narrow-minded, hypocrite gangbanger telling me what is right and what is wrong? Let me guess, sweet. Senseless killing right, but a boyfriend from the south side wrong? Some things ain't just meant to happen. I mean, what if y'all have kids? Leroy Hernandez? That don't sound His good, name girl. Ain't Hernandez. Well, Leroy Lopez or then. Or Lopez either, you racist fuck. That ain't how moms raised us. I ain't racist. I just know how they feel about you. And look at you. You dress like a hooker. Oh, and I guess you two would know what a hooker look like, huh? You say it like it's a bad thing. Shut up, Carl. I'm just trying to protect you. For what? So I can date one of your mindless friends? I don't think so. Don't say a word, Carl. Just follow your sister before you see another dead sibling. Then you know exactly what my problem is. She's meeting him at some cholo car club. So, jetzt müssen wir zu dem Willowfield fahren. Und, ja. Ich hoffe mal, dass der Rad jetzt nicht zu laut ist und auch nicht zu leise. Nachdem. Habe ich den Punkt gerade zu spät gesehen, so. Also, wir sind fahren. So. Ich hoffe mal, es ist richtig so rum, wie ich jetzt gerade fahre. Weil das letzte Mal, als ich die Mission gespielt habe, ist schon ein bisschen länger her. Könnt ihr kurz mal auf Karte schauen. Ja, passt schon. So. Wir sind hier. Um die Kurve. Hier war ja die. War das die letzte Mission, wo wir hier waren? Keine Ahnung. Weil doch diese Schießerei hier und so war. Der Part 6 wurde von YouTube irgendwie gesperrt. Jetzt sind wir ja gerade bei Part 8. Keine Ahnung, warum der Part 6 gesperrt wurde. Oh ne. So you must be Sweet's bro, huh? He phoned ahead, said you might be looking for a car that bounces. Well, I owe him big from way back, so here, this should do the trick. Custom Spring should see you hopping all the way home. Try her out. Very popular with the SAs. They compete in these things. You can usually find them over by Unity Station. If you ever want to mod your ride, come back anytime, man. So, it's coming in. Noch mal ein bisschen tunen. Schön, dass er schon mal schön kaputt ist. So, jetzt kann man nämlich da, wenn man genug Geld hat, die Farbe ändern und so Zeug. Markierung. Farbe 2. So. Schauen wir mal, welche Farbe wird denn blau oder. Vielleicht grün in den Farben von Grove Street. Das ist dieses dunklere Grün. Schauen wir mal. Das ist heller da. Nehmen wir mal das hier, oder? Ja, komm, nehmen wir mal das hier. Dann gehen wir auch schon wieder. Ja, dann gehen wir auch schon wieder raus hier. Wir können nämlich jetzt hier mit H hoch und runter stellen. Ob wir dann mit den, Nummerblocktasten, also 8, 4, 6 und 2 hochspringen wollen, oder wenn wir einmal H drücken, kann man auch runter sinken. Man kann es auch irgendwie hinbekommen, seinen Wagen auf den Kopf zu legen, aber das ist eigentlich ja gerade nicht das, was ich gerade machen will. Alter, ja. Das will ich aber gerade nicht unbedingt machen. Dafür kann man mit dem Wagen hier halt nicht mehr huben. Du kannst jetzt zur Werkstatt zurückkehren, siehst du auf dem Radar als Schraubenschlüssel dargestellt. Jetzt am besten das Auto nicht direkt kaputt machen. Was mache ich denn hier gerade? Das ist eine Sackgasse, warum fahre ich da rein? Naja, egal. Drücke H, um die Stoßdämpfer des Wagens zu fixieren. Das wäre schon gezeigt, Alter. Ja. So, fahren wir direkt mal zu dem hellgelben Punkt auf dem Radar.
an dem Taxi vorbei und dann sehen wir mal, was wir dann dort machen müssen an diesem Punkt. Kann man da durchfahren? Gut, erstmal schön über die Gleise. Ist Wagner. So, jetzt müssen wir auf diesen Bahnhofsparkplatz hier und schauen, was wir da machen müssen. Umschalt Einsatz verringern, Leertaste Einsatz erhöhen. Ich erhöhe mal meinen Einsatz. Obwohl ich dieses Spiel manchmal überhaupt nicht hinbekomme, manchmal so gut ist, keine Ahnung, an was es liegt. Kann man nicht höher als 100, ja. Obwohl. Na gut, jetzt habe ich es gerade angenommen, wa? Ja. Haben wir 210 Einsatz, ich wollte nicht 200 machen, aber egal. Wir müssen nämlich jetzt dieses Springen machen. Und genau im richtigen Moment in die Richtung springen. Das habe ich ja schon mal verschissen, weil ich gerade noch nicht an den Tasten dran war. Alter! Hä? Der Pfeil hat sich plötzlich geändert gehabt. Weiter so. Super. Ist immer noch nicht gut. Langsamer. Okay. Super. Schlecht. Willst du mich verarschen? Das ist nämlich komisch. Jetzt mache ich es eigentlich kurz vor dem Punkt und es heißt gut. Manchmal mache ich es direkt auf den Punkt drauf und dann ist es schlecht. Sich verarschen. Irgendwie ist das Spiel manchmal ein bisschen komisch. Alter, was soll denn das jetzt? Und jetzt mache ich es vor Stunden, tausende Meter vor dem Punkt und es heißt schlecht. Ja, und es hieß gerade gut, meine ich. Irgendwie habe ich das Spiel immer noch nicht ganz verstanden. Wann genau muss ich das machen? Rechts oben. Ich bin doch gerade im genau richtigen Moment eigentlich. Ich glaube, ich hab's gewonnen. Gut. Das ist ja schon mal schön. Der Typ da ist ja richtig schlecht. Since Sweet told me to keep an eye on you. Make sure that whatever you dating don't get you in no trouble. Yonder, nice hopping, Holmes. Well, you just shook that whatever's hand. Come here, baby girl. Hey, get your dirty hands off my sister. Holmes, you're acting like she's your woman, eh? She's with me, cabron. So chill the fuck out. I treat her good. Look, baby, don't start no shit. Don't make it worse. Órale, vato. Okay? Who's this pendejo? What? Dickhead? This dickhead is my brother. Easy, Holmes. He ain't from nowhere. He's cool. Well, I say he ain't cool, Holmes. I say he thinks he's gangster, man. And I don't like it. So you know what you can do for me, man? You can fuck off, pendejo, and then maybe we cool. No, you fuck off. I'm talking to my sister. Carl! Jose, come on, Holmes. I can handle this. This is important to me. Órale, pendejo. You lucky. That's right. You lucky sister spoken for you. Vámonos, muchachos. Let's get some fucking beer, huh? I'm thirsty. Carl, what the hell are you thinking? Look, baby. Look, Holmes, I love your sister. I honor her. She's my girl for life. This is why I stopped you from being skinned just then. You got a problem with me? Fine. We don't have to be friends. But Kendall, she's happy with me, carnal. Yeah, okay. I guess we cool. For now. Cesar Villalpando. Called
Johnson, CJ. Cabron, you got a nice ride there, Holmes. Maybe we'll get to kick it again soon, eh? Yeah, maybe. So. 420 haben wir bekommen. Jetzt sind Gebot verdoppelt. Sehr schön. Dann fahre ich jetzt erstmal kurz zum Speichern und wir sehen uns nach dem Speichern, gell? Bis gleich. Hey, who is this? So, homie, it's Cesar Villalpando, cabrón. ¿Qué onda? You seen Kendall? Yeah, she's a rapper. Amira, I was just hitting you up to see that you drive good. And you like cars, eh? So, Yeah, I guess. Where we going with this? You want to make something, a little money? Does the Pope shit in the woods? I don't know, but if you do want a little extra, there's plenty of money to be made racing. You talking illegal street racing? Hell yeah. No hoofies, homes, just lowriders. Nice ones. It gotta be nice if you don't get in, eh? Okay, I'm in. When and where? Drop by the spot in El Corona. I'll take you to the meet. Vouch for you. These guys can be very nervous with the new racers, eh? So, ich habe bald gespeichert und da hat gerade noch jemand angerufen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Und jemand hat in den Kommentaren geschrieben, ich soll mal jemanden auf den Kopf schießen und schauen, ob dann, na, irgendwas dann passiert. Ja. Ich mach das mal und bitte bewerten nicht vergessen, gell? Bestimmt bleiben. Hände hoch, Hände hoch. Was passiert bei dem hier? Schauen wir mal. Munition und Geld bekommen. Sehr schön. Bis zum nächsten Mal. Bewerten nicht vergessen. Tschüss. Danke fürs Anschauen.